Ja, wunderschönen guten Abend. Es muss nichts im Fernsehen sein, denn sonst wärt ihr nicht alle hier. Es ist sehr voll, damit haben wir gar nicht gerechnet. Schön, dass ihr alle hier seid. Vielen, vielen Dank an die Kölner Skeptiker der GWUP, die uns hier eingeladen haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut und sind uns ziemlich sicher, dass wir mit dem Vortrag, den wir hier gleich halten werden, den Saal leer spielen werden. Wir müssen euch was beichten. Heute Abend wird es volkskundlich. Und normalerweise, wenn man das Wort erwähnt, dann sind die Leute immer erstmal ein bisschen geschockt und erwarten einen furchtbar trockenen und angestaubten Vortrag. Ich hoffe, das können wir heute ein bisschen durchbrechen, dieses Muster. Und beschäftigen uns aber dennoch mit den Vorfahren der Vampire. Wir fangen an mit dem, was wir heute so an Gegenpolen haben. Wir haben einmal, wenn man an Vampire denkt, den Glitzer-Vampir und Schwiegermuttertraum Edward Cullen und haben dann heute eben seine etwas entfernteren Verwandten und Vorfahren, die Wiedergänger und gefährlichen Toten. Ich habe mich so ein bisschen gescheut erst, Edward Cullen im Zusammenhang mit dem Wort oder dem Begriff gefährliche Tote zu zeigen, weil der vielleicht höchstens für unsere Nerven gefährlich ist, aber nicht unbedingt für unser Leben. Gibt es Twilight-Fans jetzt? Genau, habe ich jetzt irgendwie, genau, also wenn jetzt Leute gleich den Saal verlassen, dann weiß ich Bescheid. Ich habe die Bücher auch gelesen, aber ich fand sie jetzt irgendwie, sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftig. Was man aber festhalten kann, ist, dass auf jeden Fall jede Zeit ihre eigenen Vampire hat und das sind nun mal leider in den Jahren im Augenblick die glitzernden Twilight-Vampire. Das wird sich wahrscheinlich auch wieder geben in nächster Zeit und dann kommt irgendeine andere Vampirmode auf, weil Vampire sich einfach hervorragend dazu eignen, auf dieser Leinwand alles auszubreiten, was uns an Themen schon seit Jahrhunderten bewegt. Da hat man das Thema Tod und Unsterblichkeit, man hat das Thema Krankheit, man hat auch viele Themen, die mit Moral zusammenhängen und kann eben das an Vampiren wunderbar abarbeiten. Das alles wollen wir heute Abend aber nicht machen. Dazu ist schon furchtbar viel geschrieben und erzählt worden. Wir werden auch nicht sprechen über Vlad Tepes und Dracula und wie der Vampir in der Popkultur zu dem wurde, was wir heute kennen, sondern wie gesagt, es geht um gefährliche Tote, die teilweise nicht einmal aus ihrem Grab aufstehen müssen, um Schaden unter den Lebenden anzurichten. Wir fangen an mit einem jungen Mann, der sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das ist Claude Lecouteux. Dieser Herr, dieser Historiker, hat ein Werk geschrieben, was man wirklich als Vampirfan kennen sollte. Die Geschichte der Vampire, Metamorphose eines Mythos, fasst eigentlich alles zusammen, was an Quellenstudium zu diesem Themenbereich so up to date ist. Und er hat versucht, eine Einteilung dieser Vorfahren der Vampire vorzunehmen. Er hat sich angeguckt, was man so an Quellen finden kann. Das sind sogar, da sind skandinavische Sagas dabei. Da sind natürlich ganz, ganz viele Quellen aus dem 18. Jahrhundert dabei, aber auch mittelalterliche Quellen. Und hat sich angeschaut, wie Vampire bzw. ihre Vorfahren, die gefährlichen Toten, da beschrieben werden. Und nach seiner Einteilung richten wir uns heute Abend so ein bisschen und fangen an mit der ersten Kategorie von gefährlichen Toten, nämlich dem Rufer. Der Rufer steht nachts aus seinem Grab auf. Das ist gar nicht, wie wir gehört haben, unbedingt notwendig, aber dieser gefährliche Tote steht tatsächlich körperlich aus seinem Grab auf, wandelt unter den Lebenden und ruft sie beim Namen und daraufhin siechen sie dahin und sterben. Es gibt ein ganz schönes Beispiel von einem Kleriker namens Walter Mapp, der hat gelebt von 1135 bis 1209, das ist also ein recht frühes Beispiel. Und dieser Kleriker erzählt von einem Waliser, der schon zu Lebzeiten als übler Bursche bezeichnet wurde und dann auch noch, man höre und staune, unter merkwürdigen Umständen zu Tode kommt und damit natürlich prädestiniert dafür ist, als gefährlicher Toter wiederzukommen. 4 Tage nach seinem Tod macht er das auch und richtet dann Verwüstungen unter den Dorfbewohnern an, weil er durch die Gegend schleicht und ihren Namen ruft, woraufhin sie sterben. Man begibt sich in der Verzweiflung, die dann herrscht, zum Bischof und fragt, was man denn gegen diesen Untoten machen könne. Und der Bischof als Pragmatiker rät, das Grab aufzusuchen, dem Toten den Kopf abzuschlagen, ihn mit Weihwasser zu besprengen und dann zurückzulegen, denn das Haupt des angeblichen Untoten.
Das macht man dann auch, allerdings hilft diese Maßnahme nicht wirklich. Und der Tote treibt weiterhin sein Unwesen. Und dann legt er sich mit dem Falschen an. In einer Nacht ruft er dreimal den Namen eines Ritters. Und dieser Ritter weigert sich dabei, zugrunde zu gehen und verfolgt diesen angeblichen Untoten bis zu seinem Grab, spaltet ihm den Schädel und danach ist Ruhe. Also man muss sich nur zu wehren wissen, notfalls auch mit Waffengewalt. Und ein kleiner Beleg dafür, dass dieser Aberglaube an den Rufer auch heute noch lebendig ist. Da gibt es von der Insel Chios, von der griechischen Insel, einen Brauch, der überliefert ist, dass man auf keinen Fall, wenn man in der Ferne seinen Namen rufen hört, gleich beim ersten Mal antworten sollte, sondern am besten erst, wenn man die Person sieht. Wenn man doch antwortet, dann ist man wahrscheinlich einem Untoten aufgesessen und wird dahin siechen und sterben. Was wir gerade schon gehört haben, ist einmal jetzt eine Geschichte aus Griechenland. Du hast gerade schon erzählt, Skandinavien. Das zeigt, dass die Beschäftigung mit dem Leben nach dem Tod und Toten, die uns vielleicht heimsuchen, etwas ist, was scheinbar universell in uns angelegt ist. Wahrscheinlich, weil wir alle unterschiedlich stark ausgeprägt Probleme mit dem Tod auf die eine oder andere Art und Weise haben. Und der Gedanke, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, sicherlich in all den Ausformungen der gefährlichen Toten, die wir heute noch vorstellen werden, eine Rolle spielen wird. Aber man merkt schon, das ist nicht nur zum Beispiel auf den osteuropäischen Raum begrenzt, da gibt es sehr viele Geschichten, das werden wir nachher noch ausführen, sondern im Prinzip europaweit, wenn nicht gar weltweit zu finden, wobei wir uns hier im Vortrag eher auf die europäischen gefährlichen Toten beschränkt haben. Der nächste gefährliche Untote klingt ein bisschen wie das Kaninchen aus einem Disney-Film, ist aber nicht so. Deswegen haben wir auch versucht, ein bisschen ein kontrastierendes Bild zu nehmen. Der Klopfer ist auch ein gefährlicher Toter, der ähnlich wie der Rufer aus dem Grab aufsteigt. Allerdings verhält er sich ein bisschen anders. Er hat im Vergleich zum Rufer, der also durch die nebelverhangenen Straßen schleicht und Namen ruft, eher Ähnlichkeit mit einem Poltergeist. Und er klopft an Türen und Dächer. Und zwar zumeist der Behausung, in denen er als Lebender noch gewohnt hat. Und was man nicht machen sollte, ist aufmachen. Denn wer dann die Tür öffnet, verfällt unter Umständen dem Wahnsinn, weil er natürlich einem Untoten gegenübersteht und am Ende stirbt er. Und auch da, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte noch rausgesucht, die man erzählen kann. Genau, da gibt es ein paar ganz nette Geschichten. Also einmal ist in der skandinavischen Volksdichtung oft von Toten die Rede, die eben nachts an die Tür klopfen und wer vor die Tür tritt, verfällt dem Wahnsinn. Darüber hinaus gibt es aber eine isländische Erzählung, die im 19. Jahrhundert aufgezeichnet worden ist. Und da wird es ganz konkret, da ist die Rede von einem Mann, der in einem Fluss ertrinkt, eine Frau hinterlässt. Nach 4 Tagen steht er aus dem Grab auf und erscheint dieser Frau, das heißt, er klopft an ihre Tür. Sie ist nicht alleine, sie hat noch eine Frau, die quasi mit ihr Wache hält, die bei ihr ist. Und nur die Ehefrau des Verstorbenen kann aber diesen klopfenden, gefährlichen Toten sehen. Und der nimmt sie dann quasi mit auf den Friedhof, packt sie mehr oder weniger beim Schopf und schleift sie mit sich und versucht sie auf dem Friedhof mit in sein Grab zu ziehen. Das Ganze kann nur knapp verhindert werden, dadurch, dass sie ihren Mantel nicht richtig angezogen hat und der Tote daran zieht und dann eher der Mantel ab ist, als dass die Frau noch mit dran ist. Sie kann also fliehen, hat aber danach immer noch keine Ruhe, weil der Mann ihr selbst nach der gelungenen Flucht weiter erscheint. Und das hat sogar die Folge, dass sie gar nicht mehr allein sein kann, sondern ständig bewacht werden muss für den Fall, dass der Untote wieder zuschlägt und wieder versucht, sie mit ins Grab zu nehmen. Und erst, und das ist bemerkenswert, der Fluch eines Hexers kann diesen gefährlichen Toten bannen. Also nicht irgendwelche christlichen Riten, sondern eigentlich ein handfestes Eingreifen durch jemanden, der angeblich zauberische Fähigkeiten hat. Das Problem mit dem gefährlichen Toten ist danach zwar gelöst und es herrscht Ruhe, aber die Frau hat einen bleibenden Schaden davongetragen. Es ist die Rede davon, dass sie nicht mehr so ist wie vorher, also wahrscheinlich irgendwie psychisch traumatisiert. Diese Klopfgeister, die haben, beziehungsweise diese anklopfenden Untoten, die haben
so ein bisschen so eine Eigenschaft auch an die Vampire vererbt, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass in der Vampirliteratur und in vielen Filmen das Motiv auftaucht, dass eben der Vampir irgendwo an die Tür klopft und man ihn erst hereinbitten muss, damit er irgendwo in einem Haus sein Unwesen treiben kann. Es gibt noch ein etwas moderneres Beispiel von einem Pädagogen und Kulturhistoriker um 1900 aufgezeichnet. Der hat mit schlesischen Studenten gesprochen und die haben ihm den Volksglauben erzählt, dass in der Nacht nach einer Beerdigung es an der Tür klopft in einem Haus, wo jemand gestorben ist. Und man darf dann auf gar keinen Fall die Tür öffnen, denn draußen steht der Tote. Und wenn man öffnet, dann nimmt er andere Mitglieder der Familie mit sich ins Grab. Der nächste gefährliche Tote ist eigentlich gar kein gefährlicher Toter. Das Bild ist jetzt so ein bisschen trügerisch, nämlich der Verschlinger. Und beim Verschlinger geht vermutlich das zurück auf die Lamien der Antike. Und meine kluge Frau weiß, was Lamien der Antike sind. Lamien sind eigentlich eher dämonische Wesen. Sie können männliche und weibliche Gestalt annehmen, sehen immer besonders schön und verführerisch aus und können dann die Lebenden eben dazu verführen, sich ihnen hinzugeben. Das hat aber ziemlich blutrünstige Konsequenzen, eben weil sie denjenigen, also ihr Opfer, dann hinterher verschlingen werden. Man ist sich in der Forschung etwas uneins, ob es sich da tatsächlich um die Vorfahren von Vampiren handelt, weil es ja eigentlich keine gefährlichen Toten in dem Sinne sind, sondern eher dämonische Wesen. Aber vielleicht das Motiv der Schönheit ist diesem Typus des gefährlichen Toten entnommen worden, denn in der Regel werden ja Vampire immer als sehr verführerisch dargestellt und man kann vermuten, dass dieser Aspekt dann in den modernen Vampir eingedrungen ist, sozusagen. Ob man den Edward Cullen besonders schön findet, mag jeder selber beurteilen. Ist das übrigens okay, wenn wir hier so schweinische Bilder zeigen? Ich glaube schon. Ne? Dann der Aufhocker ist der nächste gefährliche Tote, den wir uns angeschaut haben. Eigentlich ist das auch deshalb ganz interessant, weil man sich da gut angucken kann, wo solche gefährlichen Toten einem überhaupt auflauern können. Das ist nämlich nicht nur so, dass man als Hinterbliebener nett zu Hause hockt und dann damit rechnen muss, dass der gefährliche Tote bei einem vorbeischaut, sondern es gibt auch sogenannte unsichere Orte, die zu besuchen ohnehin schon etwas gefährlich ist. Und wenn man sich dorthin wagt, dazu gehören zum Beispiel Friedhöfe, Kreuzwege, immer sehr beliebt, Wälder und Moore und verlassene Kapellen, dann läuft man Gefahr, dem Aufhocker zu begegnen, der sich dann unter Umständen einem auf den Rücken setzt und sich ein Stück weitertragen lässt. Und das Opfer wird sich daraufhin sehr, sehr ermattet fühlen, als ob ihm die Lebenskraft ausgesaugt worden wäre. Auch beim Aufhocker handelt es sich eigentlich eher um ein Geisterwesen, aber Le Couteux hat das Ganze mit aufgenommen, eben weil auch der Aufhocker den Vampiren, den späteren, ein paar Eigenschaften vererbt hat. Jetzt sitzt auf dem Bild die Dame nicht auf dem Rücken des Mannes, aber das bei Wikipedia zu finden als Common License Foto war nahezu unmöglich. Deswegen, aber sie hockt. Und wir haben gesucht, wirklich. Sie hockt zumindest. Der nächste Typus ist der Alp, sehr berühmtes Gemälde, was wir da ausgewählt haben. Und auch das ist etwas, was der eine oder andere kennt. Fast ein bisschen wie der Aufhocker, allerdings in Abgrenzung dazu überfällt der Alp nicht draußen irgendwo die Person, sondern sie überfällt eine schlafende Person. Die Opfer, die von einem Alp heimgesucht werden, haben Atemnot und bekommen Albträume, schlafen generell schlecht. Auch sie erwachen geschwächt, ähnlich wie Personen, denen ein Aufhocker aufgesessen hat. Die Lebenskraft scheint etwas ausgesaugt worden zu sein, aber man kann sich nicht daran erinnern, was passiert ist in der Nacht, sondern man hat nur so eine diffuse Erinnerung an etwas Böses, was einem heimgesucht hat. Und dieses leicht verstörende Gemälde macht eigentlich den Alp ganz deutlich. Ja, der gute Füßli, genau. Nicht nur Albträume kennen wir heute noch zur Genüge, sondern jeder, der Dracula gelesen hat, wird feststellen, dass auch dieses Motiv des Alps sich bis in diesen Standard-Vampirroman niedergeschlagen hat. Wenn man sich die Geschichte von Lucy Westenra anschaut, die wird ja nachts bekanntlich eben auch von diesem Vampir überfallen.
hat schwere Träume, kann sich morgens an nichts erinnern und wacht eben damit auf, dass sie sich sehr stark geschwächt fühlt und ihr ja, mit dem Blut die Lebenskraft ausgesaugt worden ist. Auch der nächste Typus hat einen weniger sympathischen Namen, es handelt sich nämlich um den Würger. Das klingt ein bisschen nach einem Edgar Wallace-Krimi irgendwie. Ja, so. Tatsächlich. Ja, was zeichnet den Würger aus? Der Würger verfährt dann wieder ähnlich wie der Alp, aber ein bisschen spezifischer. Er drückt seinem Opfer die Kehle oder auch den Bauch oder Oberkörper zusammen. Und zwar das so heftig, dass sogar Knochen brechen können. Und auch hier wieder dieses Motiv, dass die Opfer eines derartigen gefährlichen Toten sich geschwächt fühlen generell. Der Würger geht im Gegensatz zum Aufhocker oder auch zum Alp noch ein Stück weiter, denn hier kann durchaus der gefährliche Tote selber den Tod seines Opfers provozieren. Genau, und da gibt es ein ganz nettes Beispiel. Und damit kommen wir jetzt langsam zu den Quellen aus dem 18. Jahrhundert. Karl Ferdinand von Scherz schreibt nämlich in seiner Abhandlung Magia Posthuma von 1706 von einer Frau, die zwar mit allen christlichen Sakramenten beerdigt worden ist, das ist bemerkenswert, denn eigentlich hatte man alle Regeln eingehalten, die man nur einhalten kann. Das hat aber nichts genützt, weil die Tote trotzdem zurückkehrt. Und sie tyrannisiert die Bewohner eines Dorfes mal als Hund und mal als Mensch, erscheint ihnen, fällt sie an und würgt sie. Und sogar die Tiere des Dorfes, das Vieh, lässt sie nicht in Ruhe, sondern schlachtet diese Tiere regelrecht dahin. Und hier in diesem Beispiel finden wir neben den Eigenschaften eines Würgers auch noch andere, nämlich das Gestaltwandeln. Die Möglichkeit, eine andere Gestalt anzunehmen, trifft man des Öfteren mal bei gefährlichen Toten, also nicht nur beim Würger, sondern auch bei anderen Kategorien. Übrigens ja auch beim modernen Vampir, der sich dann in die Fledermaus verwandeln kann. Das scheint auch ein Motiv zu sein, was sich dann bei dieser Ausformung und Integration der vielen Eigenschaften in den Vampir integriert hat. Es gibt noch mehr, es gibt den Nachzehrer. Genau, damit wird jetzt langsam die Sache wirklich spannend, weil gerade der Nachzehrer für den starken Vampirglauben gerade im 18. Jahrhundert nachhaltig verantwortlich zeichnet. Also mit dem Nachzehrer ist die Verbreitung erst so richtig groß geworden und auch eine regelrechte Vampirplage in Verbindung gebracht worden. Wobei der relativ faul ist, weil der braucht noch nicht mal aus dem Grab auferstehen, um zu schaden. Der macht das im Grab. Das ist relativ praktisch, was der tut. Was der Nachzehrer macht, ist, er kaut an seinem Leichentuch, man sieht das hier auch auf dem Bild, und beginnt das Leichentuch zu verschlingen und manchmal sich sogar selber dabei zu verschlingen. Und dabei, das ist das Besondere am Nachzehrer, sterben die Hinterbliebenen. Das heißt, wenn eine Familie von einem Nachzehrer heimgesucht wird, dann ist es so, dass meist ein Familienmitglied stirbt und kurz darauf sterben immer mehr der Hinterbliebenen ebenfalls. Und das stellt eine Form des Analogiezaubers dar, das kannst du vielleicht kurz mal ausführen. Genau. Das heißt also, diese Form von gefährlichen Toten wirken nicht unmittelbar, das heißt, indem sie das Opfer selber anfallen, sondern sie machen das eben über den Umweg an ihrem Leichentuch zu kauen. Und ein Analogiezauber, von sowas haben wir eigentlich alle schon mal gehört, wenn wir uns angucken, was man mit einer Voodoo-Puppe macht, dann hat man eigentlich genau das, eine Analogie- bzw. Sympathiezauber, das heißt, man nimmt sich etwas Ähnliches, stellt damit Dinge an und bewirkt damit indirekt etwas ganz anderes und richtet dann eben Schaden an. Die Quellen zu einem Nachzehrer oder zu dem Nachzehrerglauben sind ziemlich weit gefächert. Die stammen aus der Zeit zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert. Ein ganz frühes Beispiel stammt eben aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts und wird berichtet in einem Werk von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris. Und das sind die beiden bekanntlich, die mit dem Malleus Maleficarum bzw. dem Hexenhammer erst so richtig das Handwerkszeug für den erfahrenen Hexenjäger geliefert haben. Und die beiden berichten von einem Fall, in dem die Bewohner einer Stadt von einer Seuche dahingerafft werden. Man weiß nicht so genau, wie es zu diesen vielen Krankheitsfällen kommt, aber es geht das Gerücht, dass eine beerdigte Frau irgendwo in ihrem Grab an ihrem Leichentuch kauen würde. Man öffnet das verdächtige Grab und findet tatsächlich die Leiche mit dem Tuch zur Hälfte im Mund, im Hals und im Magen vor. Man schlägt der Leiche den Kopf ab und wirft sie aus der Grube.
der Bann funktioniert und die Seuche kommt zum Stillstand. Also diese Nachtseher scheinen besonders gefährlich zu sein. Wenn sie auftauchen, dann hat man gleich ganze Vampirseuchen beziehungsweise sehr, sehr viele Leute, die dahin gerafft werden. Und gerade, wie gesagt, im 18. Jahrhundert nimmt diese Vampirplage und der Glaube an diese gefährlichen Toten ganz besondere Formen an. Ein Beleg für diese weite Verbreitung findet man im Polen der Jahre 1710 bis 1720. Der Jesuitenpater Gabriel Jasinski hat eine Geschichte belegt, in der auch davon die Rede ist, dass man Gräber öffnet, unverweste Leichname findet, die scheinbar an ihren Leichenhemden kauen und die aus dem Grab auferstehen und an Kreuzwegen und vor den Häusern der Hinterbliebenen umherschweifen. Und hier sieht man schon, dass da verschiedene Eigenschaften zusammenkommen. Das heißt also, die kauen nicht nur an ihrem Leichentuch, sondern sie stehen auch aus dem Grab auf und fallen die Lebenden regelrecht an. Der Begriff, wir haben ja sonst so ein bisschen die Begriffe der einzelnen Regionen für gefährliche Tote ausgeklammert, aber hier sei mal einer genannt. Der im polnischen Volksglauben lautet für männliche Upir und für weibliche Upiarczyka. Und das Ganze soll so etwas bedeuten wie flinker, gefiederter Körper. Warum auch immer. Wir haben noch einen, nämlich den neuen Töter. Wenn das stimmt mit dem Fotocredit, ist das ein ehemaliger Superstar, nämlich Martin Kesici, der in dem Film mal mitgespielt hat. Wer ihn erkennt, hat ihn erkannt, ich habe ihn nicht erkannt. Der neuen Töter zeichnet sich dadurch aus, dass er genau 9 seiner Verwandte zu sich ins Grab holt. Und da wird es schon ziemlich blutrünstig. Also wir haben beim Nachzehrer natürlich seuchenartige Todesfälle. Hier ist es eine bestimmte Anzahl von Personen, die gemeuchelt wird. Das Perfide beim neuen Töter ist, er tötet die Menschen, die er am allermeisten liebt. Also die, die ihm besonders nahe stehen. Das heißt, eigentlich ist er gar nicht böse, sondern er möchte auch nach dem Tod mit seinen Liebsten umgeben sein. Das ist die Motivation für den neuen Töter, das Gesagte zu verbringen. Dass wir es öfter mal mit Mischformen zu tun haben, sieht man auch an diesem Beispiel, weil wenn wir uns erinnern, was der Klopfer mit seiner Frau angestellt hat, die er unbedingt zu sich ins Grab ziehen wollte, dann hat man hier natürlich wieder so einen Untoten aus Liebe, der unbedingt seine Frau bei sich haben will. Es gibt ein ziemlich bekanntes Beispiel für einen neuen Töter, nämlich Peter Plogojewitz. Und da hast du wieder die Geschichte parat. Die Geschichte werden sicherlich viele Leute, die sich mal mit Vampiren beschäftigt haben, kennen. Sie stammt aus einer ganz bekannten Abhandlung, nämlich der von Michael Ranft, dem Traktat von dem Kauen und Schmatzen der Toten in den Gräbern von 1734. Und diese Geschichte ist eigentlich ganz interessant, weil sie auch so ein bisschen den Verwaltungsakt hinter dem Vampirglauben zeigt. Da gibt es nämlich dann hinterher eine mehr oder weniger so halblegale Exhumierung. Peter Plogojewitz ist ein serbischer Bauer und dieser Bauer steht nach seinem Tod aus dem Grabe auf, beziehungsweise macht sich dann eben als gefährlicher Toter ans Werk und zieht eben 9 seiner Verwandten nach sich, die nach kurzer unbekannter Krankheit sterben. Einige, die man noch befragen kann, sagen aus, dass der Leichnam ihnen erschienen ist und sie gewürgt hat. Die Dorfbewohner wollen kurzen Prozess machen und den verdächtigen Leichnam bergen und sozusagen unschädlich machen. Und ein Vertreter der kaiserlich-österreichischen Reichsverwaltung, der Kameralprovisor Frombald, wird mit diesem Fall konfrontiert und gibt nur ganz widerwillig sein Einverständnis. Die Bewohner sind nämlich vor Angst ganz außer sich und wollen unbedingt diesen Vampir loswerden und sagen, dass das Ganze schon mal stattgefunden hat, so eine Vampirplage in türkischen Zeiten, als das Dorf bis 1718 eben noch Teil des Osmanischen Reiches war. Das heißt also, sie machen das Grab auf, finden den Leichnam in recht gutem Zustand mit frischem Blut um den Mund, was angeblich davon stammen soll, dass er die Lebenden ausgesaugt hat. Und machen ihn dann entsprechend unschädlich, indem sie einen Pfahl durch das Herz bohren und den Leichnam verbrennen. Jetzt haben wir ganz viele sehr dezidierte Beispiele für gefährliche Tote mal geschildert.
Tatsächlich ist es aber in der Regel eher so, dass Mischformen existent sind. Das heißt, diese präzise Einteilung, die wir jetzt vorgenommen haben oder aus dem Buch von Le Coteux übernommen haben, dient eher dem akademischen Interesse. Im Volksglauben, so wie er früher gebräuchlich war, aber bis heute anhält, sind es dann doch wieder Mischformen der gefährlichen Toten, vor denen man Angst hat und vor denen man sich schützen muss. Und ab dem frühen 18. Jahrhundert, ich glaube, das ist eine Jahreszahl, 1732 ungefähr, taucht das erste Mal der Begriff Vampir auf und plötzlich vereinigt oder setzt sich durch. Und all das dampft dann auf den Vampir zurück und den modernen Vampir, den wir kennen. Tja, wo kommt er denn her? Also dieser moderne Vampir setzt sich eben im Laufe der Zeit aus all diesen Mischformen zusammen. Natürlich leistet die Literatur und der aufkommende Vampirroman, von denen natürlich Bram Stoker gar nicht mal der erste ist, da einen entscheidenden Beitrag. Wie sehr sich diese Eigenschaften vereinen zu einem Bild, sieht man zum Beispiel sehr, sehr schön an Plogojewitz, wenn man sich das mal vor Augen führt. Der ist erstens Neuntöter, der ist zweitens Würger und drittens schon voll ausgefeilter Vampir, weil er angeblich die Lebenden aussaugen soll. Das heißt also, das Ganze entwickelt sich dann eben langsam zu dem Bild, das wir heute kennen, von dem gefährlichen Toten bzw. waschechten Vampir. Ja, jetzt muss man sich ja die Frage stellen, was muss man denn beachten, beziehungsweise wer könnte denn überhaupt zu einem gefährlichen Toten werden, wer könnte zu einem Wiedergänger werden, mal so ein kurzer Leitfaden, worauf man achten sollte. In der Regel sind es Menschen, die im Leben oder auch im Tode, das führen wir gleich noch auf, sozial auffällig waren. Also Achtung, immer schön angepasst sein. Mhm. Also wir zum Beispiel. Ja, also es ist eigentlich der Fall ist sonnenklar. Ich glaube, da wenn man das Mittelalter anlegt oder auch die frühe Neuzeit, war das noch ein bisschen anders. Da war zum Beispiel ein Ertrunkener sozial auffällig. Ungetaufte, also wenn es hier Ungetaufte gibt. Wöchnerinnen, die also kurz nach der Geburt verstorben sind. Selbstmörder sowieso, die kamen in der Regel immer wieder. Ehepaare, die kurz oder vor der Hochzeit verstarben, das war auch immer kritisch und fiel auf. Und Missgeburten, so steht es in der Literatur, waren auch immer unter besonderer Beobachtung, weil sie vielleicht zum Wiedergänger werden. Also man sieht schon, dass so die Dorfgemeinschaften des Mittelalters und vor allen Dingen auch der frühen Neuzeit eine recht fragile Angelegenheit sind. Natürlich hat da jeder darauf geachtet, wie der andere lebte und darauf geachtet, dass die Gemeinschaft irgendwie funktionierte. Und wer dann eben in irgendeiner Form unangepasst war, es ist klar, dass der dann irgendwie der Gemeinschaft aufgefallen ist. In dem Zusammenhang bei diesen sozusagen prädestinierten Personenkreisen dürfen natürlich auch solche Menschen wie Verbrecher, Hexer und das klingt jetzt ein bisschen komisch, Männer mit übernatürlichen Fähigkeiten, nicht fehlen. Das sind aber eigentlich nur die männlichen Pendants von Hexen, nämlich Zauberer oder Hexer. Das Ganze zeigt natürlich auch, wie so die Angst vor möglichen gefährlichen Toten ausgeprägt ist und dass eigentlich die Menschen drohen, zurückzukommen, die sehr, sehr plötzlich sterben, die vor ihrer Zeit sterben und irgendwas unerledigt gelassen haben. Das sind eigentlich die gleichen Phänomene, die man auch bei Spukerscheinungen antrifft. Das heißt also, derjenige ist dazu geschaffen, nach seinem Tod herumzugeistern, der im Leben irgendwas unerledigt gelassen hat, der vielleicht nicht irgendwelche Dinge mit seinen Hinterbliebenen geklärt hat oder der Schuld auf sich geladen hat, etc. Jetzt haben wir identifiziert, wer zum Wiedergänger werden könnte. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich die Frage, wie bannt man denn einen Wiedergänger, wenn er schon da ist? Was macht man? Also hier ein ganz klassisches Beispiel, was man tun kann, aber es gab mehr Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Enthauptung der Leiche. Und damit aber der Leichnam insgesamt beieinander blieb, hat man dann gerne den Kopf zwischen die Füße gelegt und dann die Leiche wieder bestattet. Also das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man den Kopf einfach nur abschlägt und an Ort und Stelle liegen lässt, kann der gefährliche Tote unter Umständen mit seinen Händen den Kopf greifen und ihn wieder aufsetzen und danach war die ganze Bemühung für die Katz.
Ein bisschen merkwürdig ist in dem Zusammenhang das Beispiel, das ich ganz am Anfang genannt habe, wo der Ritter den Schädel spaltet, nachdem das Abschlagen des Kopfes nicht funktioniert hat. Auch Schädel spalten ist jetzt nicht unbedingt eine absolute Trennung von Körper und Kopf. Aber scheinbar war die Wucht des Schlages wohl so groß, dass der Kopf wahrscheinlich so zerstört worden ist, dass der Untote nichts mehr damit anfangen konnte oder wie auch immer. Auf jeden Fall scheint das in dem Fall zumindest gewirkt zu haben. Möglichkeit, die sehr bekannt ist, auch durch Literatur, das Pfählen, was ja durchaus im Rahmen der gefährlichen Toten kennt das inzwischen jeder aus dem Film, aber ja auch eine beliebte Foltermethode oder auch Hinrichtungsmethode im Mittelalter gewesen ist. Und das eignete sich auch sehr gut dazu, Wiedergänger unschädlich zu machen. Nächste Methode, Verbrennen, auch immer gut. Das bedeutet in dem Fall tatsächlich den gesamten Leichnam zu verbrennen. Dann kann er sich auch nicht mehr zusammensetzen und als Wiedergänger auftauchen. Es gibt noch eine zweite Variante, die zum Beispiel bei Nachzehrern gerne verwendet wird, nämlich das Entnehmen und Verbrennen des Herzens, weil da ja die Liebe sitzt. Wir haben ja schon geschildert, dass so ein Nachzehrer die Liebsten zu sich holen möchte. Und wenn man das vermeiden will, wenn man also nicht ins Grab will, dann muss man die Liebe des Verstorbenen in sich aufnehmen. Und deswegen wird also nicht nur das Herz verbrannt, sondern mit Wasser oder auch Tee aufgelöst und dann getrunken. Dann hat man die Liebe des Verstorbenen in sich aufgenommen. Der Verstorbene ist mit seinen Liebenden vereint und braucht nicht mehr aus dem Grab heraus zu agieren. Kann man so machen. Kann man so machen, genau, wir vervollständigen diesen Satz mal nicht. Genau. Etwas seltener trifft man eine andere Art der Bannung von gefährlichen Toten an, nämlich einfach die Segnung mit Weihwasser. Wir haben ja schon gehört, dass teilweise in den Quellen durchaus die Rede davon ist, dass diese christlichen Riten nicht ganz so wirken, wie man das gerne hätte und einfach öfter auch mal nicht verhindern können, dass der Tote trotzdem zurückkommt. Aber in manchen Geschichten findet man auch das und manchmal hat man sogar Glück damit. Ja. Wir kommen jetzt genau, zu den Präventivmaßnahmen. Ja. Das ist eine sehr gute Frage, nämlich Präventivmaßnahmen, wie verhindert man denn im Vorfeld schon, dass die nicht wiederkommen. Guter Einwand. Aber dazu kann ich schon mal sagen, das Ganze war natürlich, also gerade wenn man sich diese vielen Vampir-Exhumierungen im 18. Jahrhundert anguckt, auch illegal. Das heißt also, es konnte auch im 18. Jahrhundert nicht jeder hergehen und irgendwelche Toten, die bestattet worden sind, wieder ausbuddeln und irgendwelche Dinge mit ihnen anstellen. Das war durchaus ein relativ schweres Vergehen und in diesem einen Beispiel mit Peter Plogojewitz hat der Amtmann ja auch durchaus nur sehr widerwillig zugestimmt, dass der Leichnam exhumiert werden durfte. Also was macht man denn schon im Vorfeld, damit gar nicht aus dem Grab heraus mehr agiert werden kann? Präventivmaßnahmen. Wichtig erstmal grundsätzlich die Begräbnisriten einhalten. Das ist erstmal Maßnahme 1. Kann funktionieren, muss aber nicht. Genau. Eine gute Präventivmaßnahme ist das Verschließen von Nase und Mund mit Wachs der Leiche. Insbesondere wenn man denn an Nachzehrer glaubt, ist das ganz gut, weil dann kann gar nicht das Leichentuch oder die Leiche selber verzehrt werden. Die Zugänge sind verschlossen und das hat auch noch einen anderen Vorteil gehabt. Es wird ja manchmal berichtet, wir werden nicht auf die Vampirzeichen eingehen, da gibt es andere Vorträge, die sich darauf spezialisiert haben, aber eines der Vampirzeichen ist, dass man in Gräbern mitunter Blut vermeint zu sehen, was dann aus dem Mund fließt. Und das ist ganz häufig aber gar nicht Blut, sondern Leichenflüssigkeit, die austritt. Und wenn man das eben mit Wachs verschließt, die Nase und den Mund, dann fließt das nicht so stark raus und dann vermeidet man auch diese Vampirzeichen. Auch für den Nachzehrer ganz wichtig. Genau, keine Kleidung, kein Band, das ist immer sehr, sehr schön in den Quellen beschrieben, kein Band und nichts darf den Mund des Toten, wenn er aufgebahrt ist oder gerade irgendwie vorbereitet wird für das Begräbnis, berühren. Ist ja auch eigentlich klar, wenn der irgendwie erstmal Stoff am Mund irgendwie zu packen kriegt, dann gefällt ihm das wahrscheinlich so gut, dass er im Grab anfängt, an seinem Leichentuch rumzukauen und zack hat man einen Nachzehrer. Also sehr, sehr gefährlich.
Auch eine gute Maßnahme ist, jemanden, der verstorben ist, seine wichtigen Dinge, die ihm im Leben viel bedeutet haben, mit ins Grab geben. Genau, da gibt es so süße Beispiele in den Quellen, dass zum Beispiel bei Wöchnerinnen, die versterben und die ja auch sehr, sehr dafür in Frage kommen, als gefährlicher Toter zu enden, dass man diesen Wöchnerinnen nun ausgerechnet Schere und ihr Nähkästchen mit ins Grab geben soll. Denn diese Gegenstände, also hier Nähkästchen mit Faden und Fingerhut und allem Zip und Zap, sind für diese Wöchnerinnen, für diese Verstorbenen so wichtig, dass sie unter Umständen aus dem Grabe herauskommen und sie holen, wenn sie nicht dabei sind. Was wir hier gar nicht drauf haben, was auch gerne gemacht wird, ist so Sachen wie Erbsen oder auch kleinere Perlen ins Grab mit reingeben, in den Sarg. Das ist aber eher so aus sehr christlich geprägten Regionen hilfreich. Warum ist das hilfreich? Der Untote beginnt das, was im Sarg mit drin liegt, zu zählen, weil das muss er tun, ist so. Und also man merkt, gefährliche Tote sind auch gerne mal pedantisch. Ja, und die haben aber das Problem, dass sie nicht weiter als drei zählen können, weil dann kommt die Dreiheiligkeit ins Spiel und weiter als drei geht's nicht. Dann ärgert man sich und beginnt wieder von vorne. Und damit sind sie also bis in alle Ewigkeit damit beschäftigt, die Erbsen zu zählen, kommen wir bis drei, müssen wieder von vorne anfangen und dann können sie nicht aus dem Grab rauskommen. Also auch das ist eine gute Präventivmaßnahme, wenn man denn aus einem sehr christlich geprägten oder eher sogar noch katholisch geprägten Raum kommt. Aber es geht weiter. Wir haben noch eine zweite Folie mit Präventivmaßnahmen. Genau. Gerade wenn man an Nachzehrer denkt, ist es natürlich wichtig, sie irgendwie am Kauen und Schmatzen zu hindern. Und das kann man tun, indem man ihnen Brettchen, Steine, ein Blatt Papier oder was auch immer unters Kinn legt. Öfter findet man, und da komme ich dann gleich nochmal ausführlich drauf zurück, auch tatsächlich Bestattungen mit Steinen im Mund-Kiefer-Bereich. Und man sagt oder ist sehr schnell mit der Deutung bei der Hand, dass es sich dann eben um eine Präventionsmaßnahme aus Angst vor einem eventuell gefährlichen Toten handelt. Und ein weiteres Mittel eben um diese Toten, das nützt natürlich jetzt nichts bei Nachzehrern, die nicht aus dem Grab aufstehen, die man da anwenden kann, ist das sogenannte Festmachen des Toten im Grab. Das kann man entweder tun, indem man ihn irgendwie pfählt, also im Grab regelrecht festnagelt, mit Steinen beschwert oder auch regelrecht verschnürt. Auch dafür gibt es archäologische Befunde und eventuell sogar mit dem Gesicht nach unten begräbt. Wobei, jetzt kommen wir zu ein paar Problemen im Zusammenhang mit diesen angeblichen Vampir- oder zumindest Sonderbestattungen. Die Archäologie hat sich tatsächlich mit diesem Phänomen natürlich auseinandergesetzt, weil man immer mal auf Friedhöfen, wenn man da Grabungen durchführt, Bestattungen antrifft, die echt darauf hindeuten, dass da jemand fürchterliche Angst hatte, dass der Tote eben zu einem gefährlichen Toten wird. Und geht sehr, sehr schnell die Meldung durch die Presse, man hätte einen Vampirfriedhof, einen Vampirgrab oder etwas Ähnliches gefunden. Die Archäologen, zum Beispiel Annette Stülzebach, die das untersucht hat, hat zwar Befunde gefunden, die tatsächlich darauf hindeuten, und es geht auch tatsächlich immer mal wieder so ein Fall hin und wieder durch die Presse, wo das absolut nahe liegt, dass es sich um eine Sonderbestattung handelt, aber man darf vor allen Dingen bei den sehr frühen Fällen nicht den kulturellen Kontext vergessen, der unter Umständen ein ganz anderer ist, als wir ihn annehmen. Und da wird dann wieder der skeptische Blick wichtig. Wenn wir von unserer heutigen Warte aus, mit allem, was wir jetzt aus den Quellen über Vampire gelernt haben und angebliche gefährliche Tote, sagen, ah, dieses Skelett, was dann irgendwie einen Ziegelstein im Mund hat, das muss aber ein im Verdacht stehender Vampir gewesen sein, den man dann entsprechend versucht hat zu bannen, dann darf man nicht außer Acht lassen, dass der kulturelle Kontext dieses Begräbnisses unter Umständen ganz anderer sein kann, den wir gar nicht mal unbedingt kennen. Es gibt allerdings Fälle, wo einem dieser skeptische Blick ziemlich schwer fällt. Zum Beispiel hat man in der Nähe von Venedig auf der Insel Lazzaretto Nuovo eine bestattete Tote gefunden, die vermutlich so um 1570 herum an der Pest gestorben ist. Und diese Tote hatte nun einen Ziegelstein im Prinzip im Kiefer. Und da denkt man dann natürlich, okay, da war eine Seuche und wir haben ja gehört, wenn Nachzehrer an ihrem Leichenhemd kauen, dann sind die Seuchen nicht weit.
Und unter Umständen hat man dann eben diese Frau in Verdacht gehabt, an ihrem Leichentuch zu kauen und hat sie versucht, eben mit diesem Ziegelstein daran zu hindern. Der Fall scheint eigentlich klar zu sein, aber die Archäologen warnen immer ein bisschen davor, sich da allzu sehr festzulegen, weil auch diese Deutung, so naheliegend wie sie sein mag, eben nur eine Interpretation ist. Es hat auch mal einen Fall gegeben, da hat man geglaubt, lange Jahre in Celakovice einen regelrechten Vampirfriedhof gefunden zu haben. Man hat dort 14 Skelette gefunden, 3 waren enthauptet, es gab eine Fesselung und noch ein paar andere Leichenmanipulationen. Und da hat dann die ganze archäologische Gemeinschaft gejuchzt und hat gesagt, super, da haben die irgendwie auf einem Friedhof irgendwie jede Menge Vampire gefunden und haben versucht, die irgendwie zu bannen. Liegt, wie gesagt, nahe dieser Schluss. Aber 2005 hat dann ein anderer Archäologe mal eine ganz gewagte These aufgestellt und hat gesagt, ja, in 1,5 Kilometern Entfernung ist ein Hinrichtungsplatz. Und wenn man sich diese Grabungsfunde anguckt, die Skelette, dann ähneln die sehr manchen Hingerichteten, die man so in der Bestattung gefunden hat. Also kann es auch unter Umständen sein, dass man da einfach Hingerichtete begraben hat. Auch diese Sache mit dem Begraben eines Leichnams mit dem Gesicht nach unten ist ein bisschen tricky, weil es zum Beispiel auch Volksgruppen gibt, gerade in Osteuropa, die gerade die Leichen, die mit dem Gesicht nach unten im Grab liegen, eben für einen Vampir halten. Also da ist es genau umgekehrt, dass das mit dem Gesicht nach unten liegen eben Zeichen dafür, dass sie eigentlich erst gefährliche Tote sind und eben keine Präventivmaßnahme. Jetzt schmunzeln wir ein bisschen in unserer aufgeklärten Zeit über den Aberglauben, den man in Bezug auf gefährliche Tote haben kann, aber ganz viel von dem, was wir erzählt haben, das Schmatzen in Gräbern, also das Leichname Geräusche machen, das sind Phänomene, die eher mit natürlichen Verwesungsprozessen zu tun haben. Auch da wollen wir nicht ganz intensiv darauf eingehen, aber das hat sehr lange gedauert, bis jemand diesen Zusammenhang hergestellt hat, der gesagt hat, wenn Leichen sich komisch benehmen im Grab, hat das vielleicht was damit zu tun, dass das ein natürlicher Prozess ist und etwas Natürliches im Grab passiert. Da musste man erstmal drauf kommen und der junge Mann, der das getan hat, hat das im Auftrag gemacht. Das war nämlich Gerhard von Swieten. Genau, das war auch nicht irgendwer, sondern der Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia höchstpersönlich und ein Riesenverfechter der Aufklärung. Dazu kommt natürlich, dass im 18. Jahrhundert, das hatten wir ja schon erwähnt, die Vampirplage wirklich Überhand nimmt in den Territorien und Kaiserin Maria Theresia dann irgendwann ziemlich genervt war von den vielen illegalen Aktionen, die da stattfanden und sich gefragt hat, warum zum Henker buddeln die Leute da alle ihre Leichen wieder aus und stellen irgendwie alle möglichen grausigen Dinge damit an. Sie hat dann von Swieten nach Mähren geschickt, um diese Massenexhumierungen zu untersuchen. Und zurückgekommen ist er dann mit einem Arbeitsbericht, wenn man so will, und hat eben der Aufklärung insofern Vorschub geleistet, indem er eben diese Vampirzeichen untersucht hat und festgestellt hat, dass sie Teil von natürlichen Verwesungsprozessen sind. Und sein Werk trug dann den schönen Titel, das hat er auch als Buch veröffentlicht, das war die Abhandlung des Daseins der Gespenster. Und da hat er sehr viele Dinge erklärt, also eine Leiche, die schmatzt, das kann zum Beispiel Fäulnisgas sein, was entweicht und dann macht durchaus ein Leichnam nochmal Geräusche im Rahmen der Verwesung. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn dann jemand schon hergegangen ist und das Ganze derartig debunked hat, dann war es das auch, dann haben sich die Leute irgendwann an diese Erklärungsmöglichkeit gewöhnt, haben das akzeptiert und es hat sich dann mit den Vampirenterdigungen. Dem ist aber keinesfalls so. Also viele Dinge, die mal irgendwann als Präventionsmaßnahmen gegen gefährliche Tote gegolten haben, haben dann irgendwann in den Volks- und Aberglauben Einzug gehalten und man trifft sie teilweise heute noch bei Begräbnisriten gerade in Osteuropa an. Und von einem recht aktuellen Fall wird ja ganz gerne mal von Marc Benecke berichtet, der 2004 einen Fall hatte, wo ein angeblicher Vampir enterdigt worden ist. Man hat das Herz verbrannt, hat die Asche getrunken und so ist man dann eben diesen gefährlichen Toten losgeworden. Und ich wiederhole nochmal, das war im Jahr 2004 und man sollte eben nicht meinen, dass man vor den gefährlichen Toten heute seine Ruhe hat.
Für all diejenigen, die jetzt sagen, es gibt aber doch noch viel mehr gefährliche Tote, da haben die jetzt gar nichts drüber erzählt heute Abend, zum Beispiel, was ist eigentlich mit Zombies? Da können wir sagen, Ende des Jahres gibt es den zweiten Teil der Hoax-Files, die sich ausschließlich dann mit den gefährlichen Toten beschäftigen werden. Jetzt kommt der Werbeblock. Genau. Da wird es auch um Dracula gehen. Wir werden in diesem Jahr nochmal nach Innsbruck fahren, Schloss Ambras uns besichtigen und werden quasi ein ganzes Buch über das, was wir heute nur angerissen haben, machen. Da werden wir auch über, schon gesagt, Dracula berichten. Wir werden über Verwesungszeichen berichten. Und das könnte wahrscheinlich ganz interessant werden. Und dann gehen wir tatsächlich ganz kurz zum Ende einmal zum Werbeblock über. Für all diejenigen, die uns nicht kennen, wir sind Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Ich mache das absichtlich nochmal zu zeigen. Derzeit gibt es über 180 Folgen von Hoaxilla, die kostenfrei sind, die kostenfrei bleiben. Das kann sich jeder anhören, so oft wie er das möchte. Und ich glaube, die meisten hier haben auch schon mal eine Folge von uns gehört. Neu, Hoaxilla TV, da kann man uns jetzt auch sehen. Das will nicht jeder, aber wer es möchte, der kann das tun. Das ist dann so ähnlich wie hier. Kommt alle 14 Tage, kostet gar nicht viel. Wenn man es abonniert, 99 Cent pro Folge findet man bei massengeschmack.tv. Und heute Abend ganz exklusiv werde ich was ankündigen, was seit langer, langer Zeit im Raum steht. Es gab mal den Podcast Skeptoskop, der Podcast, der in die GWOP hineinhorcht. Den gibt es nicht mehr, aber es gibt was Neues, es gibt Hoaxilla Porträt. Hoaxilla Porträt wird am 1. April, also morgen in einer Woche, wenn ich richtig rechne, Premiere haben. Worum geht es bei Hoaxilla Porträt? Bei Hoaxilla Porträt wird es um wissenschaftlich kritische Geister im Dialog gehen, viel mehr Porträt noch, viel mehr die Persönlichkeit der Interviewpartner in den Vordergrund stellen. Der Podcast-Feed wird alle Folgen des Skeptoskops beinhalten, das ist jetzt schon passiert, das heißt alle Interviews, die bisher mit Mitgliedern der GWOP, so war das damals, ausschließlich geführt worden sind, sind enthalten. Aber Hoaxilla Porträt wird mehr machen. Hoaxilla Porträt wird Menschen ohne jede Vereinsbindung interviewen, wird Menschen vorstellen, die wissenschaftlich kritisch denken, von denen man das vielleicht gar nicht erwartet und das, glaube ich, wird ganz interessant werden. Als Assistent heute kann ich sagen, wir haben einen ähnlichen Plan. Es wird ab April jeden Monat eine neue Episode geben. Derzeit habe ich es von der Terminplanung her so geschafft, dass es immer eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann sein wird. Also auch da 50% Frauenquote im Hoaxilla Porträt. Und es sind auch diverse GWOP-Damen bereits angefragt, die auch schon mit mir reden wollen. Zudem wird es aber auch, das muss ich an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen, Interviews mit Mitgliedern des neuen Vereins Wissensdurst geben, einen Verein, der Wissenschaftskommunikation fördert. Und ich habe diese beiden Logos ganz bewusst nebeneinander gestellt, denn es soll um eine Sache gehen, nämlich das wissenschaftlich-kritische Denken im deutschsprachigen Raum zu fördern. Und da sollten wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und wenn ich sehe, dass so viele Leute heute zum Vortrag von den tollen Kölner Skeptikern gekommen ist, dann sind wir da, glaube ich, auf einem ganz so schlechten Weg. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt werde ich mal sagen, wer am 1.4. zu Gast ist im Hoaxilla Porträt. Und vielleicht kennt der ein oder andere noch diese junge Dame, die vor vielen, vielen Jahren mit dem Song »Weil ich ein Mädchen bin« mal sehr bekannt geworden ist. Das ist nämlich Lucy van Ork. Und so sah die vor vielen, vielen Jahren aus. Zwischenzeitlich sah sie dann mal so aus. Und wer interessiert, wie sie vom Mädchen zu einer irgendwie Nazi-geformten Frau geworden ist und was das Ganze mit wissenschaftlich-kritischem Denken zu tun hat, der sollte am 1.4. Hoaxilla Porträt hören und wird ein sehr, 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 sehr interessantes Gespräch hören, wo es natürlich um Musik geht, aber auch um wissenschaftlich-kritisches Denken und insbesondere um wissenschaftliches, kritisches Denken von jemandem, wo man es vielleicht nicht erwartet. Und das soll Hoaxilla Porträt auch in Zukunft zeigen. Letzter Teil des Werbeblocks, man kann auch ganz viel von uns lesen, aber es ist eine Sache, die ich noch mal kurz zeigen möchte, nämlich gestern hatte dieses Buch Premiere, Edzard Ernst, Nazis, Nadeln und Intrigen, die Lebensbiografie von Professor Edzard Ernst, wo es unter anderem ja auch darum geht, wie er sich mit Prinz Charles über naturheilkundliche Themen gestritten hat. Und warum ist das in einem Hoaxilla-Vortrag drin? Meine nicht nur gut aussehende, sondern auch sehr intelligente Frau, die Englisch studiert hat, hat zusammen mit Professor Edzard Ernst die deutsche Fassung des Buches gemacht. Sie hat das Buch für Professor Edzard Ernst übersetzt und damit gehört es irgendwie in den Kanon der Hoaxilla-Bücher.
Und jetzt ist der Werbeblock auch vorbei und wie immer gilt natürlich, nicht alles das glauben, was wir erzählen, sondern immer schön skeptisch bleiben. Danke. Ich hätte noch mal eine Frage zu der geografischen Verteilung von diesem Phänomen. Ist es denn so, wenn man sagt, christlich geprägte Region, heißt das katholisch oder gibt es da Unterschiede zwischen katholischen und protestantischen Regionen? Also es ist, also es ist tatsächlich so, also man muss natürlich gucken, wann der Nachzehrerglaube entstanden ist. Da gehen die Wurzeln natürlich bis vor die Reformationszeit zurück. Aber es ist tatsächlich so, dass der christliche Kontext und vor allem eben der orthodoxe Kontext ein ganz wichtiger ist. Also die osteuropäischen Territorien sind sowieso prädestiniert eben für diese vielen Vampir- oder angeblichen Vampirfälle. Aber auch in Mitteleuropa trifft man Fälle an, auch im angelsächsischen Raum trifft man Fälle an. Und die Verteilung ist eigentlich schon so, dass der Schwerpunkt eben in diesen Territorien liegt, aber der Verbreitungsraum ein recht großer ist. Was jetzt den Kontext angeht, da ist der christliche tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also gerade in der Archäologie gibt es Theorien, dass eben auch gerade diese Sonderbestattungen erst überhaupt im christlichen Kontext und vor dem christlichen Hintergrund Sinn machen und dass man unter Umständen sogar Bestattungsformen, die sonst eher eine positive Bedeutung hatten, also einfach den Toten zu etwas Besonderem machen sollten, also wie zum Beispiel dieses Umkehren und mit dem Gesicht nach unten legen, erst vor dem Hintergrund dieses christlichen Kontextes in etwas Negatives, das heißt also eine Präventionsmaßnahme gegen gefährliche Tote geworden ist. Herr Schön.